Nur ganz am Anfang, da waren nur Schüler dort, die Massiv. Ich bin nur 30 etwa. Und bewahrt einigermaßen die Ruhe. Mal schauen, hier tut die Polizei nichts dagegen. Die Schüler kommen so rauf. Das heißt, es war für die Polizei erstmal okay, dass die Schüler da raufgehen. Als dann die Polizei auf den LKW steigt, gehen auch die meisten friedlich runter, wie man sieht. Hier gab es schon den ersten Pfefferspray-Einsatz. Ohne Bedrängnis. Das war circa bei der Räumung des LKWs, das war circa 12 Uhr etwa. Ja, in der nächsten Szene sieht man eben, dann, wie sie dann sich systematisch den Weg freiräumen vor dem LKW, um sich eben Platz zu schaffen. Und dort wurde eben dann auch schon richtig massiv Gewalt eingesetzt, vor allem von einigen Polizisten und einem Besonderen, den wird man auch hier gleich sehen, der hat ist wahrscheinlich auch bekannt mit einer Glatze und das einfach mal laufen lassen. Die Gewalt an diesem Punkt ist vollkommen unnötig, weil die Straße schon längst frei ist. Ja? Also die Schüler sind nicht mehr auf der Straße. Wie man sieht, es findet alles auf der Wiese statt. So, erster Pfefferspray-Einsatz deutlich vor 14 Uhr. Trotzdem blieben die meisten friedlich und saßen, haben sich einfach nur hingesetzt, haben sich nicht provozieren lassen. Dann kamen die ersten Wasserwerfer-Einsätze. Auch mitten in die Menge, mitten in den Park, wo sie eigentlich gar nicht hätten hin müssen, einfach nur die Straße hätten sie räumen müssen. Sie schießen einfach nur auf die Wiese. Auf Demonstranten, die einfach auch nur da standen. Ja, im folgenden Bild sieht man eben einen Schüler, der direkt abgeschossen wird von einem gezielt von einem Wasserwerferstrahl gegen sein Gesicht, gegen seinen ganzen Körper, vollkommen unnötig gezielt gegen diese eine Person eben vorzugehen, sitzt auch hier und wird dazu wahrscheinlich auch nach der Pressekonferenz noch was dazu sagen. Und hier sieht man eben, wie es gezielt gegen einzelne Personen mit einem massiven Wasserstrahl geschossen wurde. Unnötig, auch dieser Einsatz, absolut aus keiner Bedrängnis heraus. Einfach eine Machtdemonstration, um weiter zu provozieren. Er wird überhaupt nicht angegriffen, wie man sieht. Wurden eben friedliche Sitzblockaden beschossen mit dem Wasserwerfer. Die man hätte auch friedlich räumen können. Ja, und im Folgenden sieht man eben einen offensiven Polizeieinsatz, wo sie sich den Weg frei schießen mit Pfefferspray und eine Plane stürmen, die Demonstranten zum Schutz des Wasserwerfers sich aufgestellt hatten. Und sie setzen eben
um dort offensiv vorzugehen und diesen Platz zu stürmen, Pfefferspray ein, was man sieht, und sie nehmen auch in Kauf, dass noch Leute unter der Plane sind, die sie vielleicht sogar zertrampeln könnten, wie man jetzt in dem folgenden Video sieht. War keine Verteidigung. Hier wird ein kleiner Schüler geschossen. Vollkommen unnötig. Man sieht nochmal in Zeitlupe hier rechts, kriegt er einfach einen gezielten Schuss ab, ohne Bedrohung, ohne gar nichts. Er stand einfach nur da, hat seinen Protest kundgetan. Der Mann kriegt auch noch was ab, wird dann sogar noch danach zusammengeschlagen, nachdem er die Orientierung verloren hat und nichts mehr sieht nach dem Pfefferspray, das er gleich abkriegt. Die wird nochmal dann brutal weggeschubst. Ja, hier beim nächsten Video ist halt zu beachten, man sieht eigentlich eine Reihe von Polizisten, die vor einer Reihe Sitzblockierern sitzt oder steht und diese eben wegräumen will. Und immer aus dem Handgelenk sieht man im Hintergrund auf den Aufnahmen, die man sich dann später auch dann abholen kann, sieht man eben wie immer systematisch aus dem Handgelenk von der Polizei Pfefferspray in die sitzenden Demonstranten geschossen wird, um sie eben zum Aufstehen zu bewegen. Bei dem Mann von vorhin? Das war ungefähr, schätze ich mal, 14 Uhr, weil da standen schon die ersten Hamburger Gitter. Vollkommen unnötig, dieser Pfefferspray-Einsatz gegen friedlich sitzende Demonstranten. Keine Provokation seitens der Demonstranten, als man hier sieht. Hier wieder Pfefferspray in die Menge. Hier wird ein Schüler, der auf einen Baum besetzt, der nicht mal am Ende gefällt werden sollte, einfach auf einen Baum runtergeschossen oder versucht, ihn runterzuschießen. Und damit werden auch Verletzungen in Kauf genommen, wenn er dort die Mehrheit runterstürzt. Im nächsten Video sieht man es nochmal genauer. Ja, dazu möchte ich noch sagen, also wer sowas als verhältnismäßigen Einsatz bezeichnet, der disqualifiziert sich selbst, meiner Meinung nach. Und der muss dafür auch die politische Verantwortung tragen, im Namen von Stefan Mappus, Heribert Rech und dem Polizeipräsidenten. Gut, wenn man nun sehr zynisch wäre, dann könnte man natürlich sagen, die Regierung hat uns ein wenig Geschichtsnachhilfeunterricht gegeben und uns quasi pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit ein Stück DDR nach Stuttgart gebracht. Angesichts dieser Bilder ist es natürlich aber auch schon zynisch genug, dass Mappus selbst gestern noch im SWR behauptet hätte, die Polizei hätte sich wehren müssen. Da frage ich mich natürlich, gegen wen? Gegen 12-jährige Berufsdemonstranten, die gewalttätig auf der Straße sitzen? Also das klingt mir doch etwas absurd. Nachdem nun die Rambo-Strategie nicht funktioniert hat, der Protest sich nicht hat spalten lassen, versuchen sie es nun mit Teilzugeständnissen oder angeblichen Teilzugeständnissen. Heiner Geißler spricht von kompletten Baustopp, während Mappus sagt, okay, wir lassen mal den Südflügel vorerst stehen, lassen die Bäume vorerst stehen, aber machen mit Grundwassermanagement weiter.
Für uns bedeutet es einfach nur, dass die verschiedenen Maßnahmen einfach nur zeitlich vertauscht werden. Sollte es zu einem wirklichen Baustopp, tatsächlichen Vollbaustopp kommen, werden wir das natürlich als Teilerfolg unseres Protests und Widerstands sehen, dahinter dann aber auch eine politische Strategie der Regierung, sich über die Landtagswahlen zu retten, denn nach der Landtagswahl haben wir die Landtagswahl eben natürlich nicht mehr als Druckmittel. Darüber hinaus verlieren wir natürlich auch nicht unser langfristiges Ziel aus den Augen, nämlich Stuttgart 21 wirklich zu stoppen. Mappus betont auch immer, dass seine Hand ausgestreckt sei, schon seit Wochen. Ich meine, die ausgestreckte Hand von Mappus haben wir am Donnerstag deutlich zu spüren bekommen. Ein kleines Zugeständnis muss ich zum Abschluss nun machen. Man hat uns versprochen, durch Stuttgart 21 wird Stuttgart Weltstadt. Ist jetzt der Fall, allerdings ein bisschen anders, als die Herren sich das vorgestellt haben.